Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Die Landeswarnzentrale rät eindringlich, die Lawinengefahr derzeit nicht zu unterschätzen. Es herrscht erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3. Ein falscher Tritt eines einzelnen Wintersportlers kann schon eine Lawine auslösen. Wie gefährlich es derzeit abseits der gesicherten Pisten ist, hat sich auf tragische Weise in Gargellen gezeigt. Ein 48-jähriger Tourengeher aus Italien hat bei einer Tour auf das Madrisa-Joch eine Lawine ausgelöst und wurde verschüttet. Seine Leiche konnte erst einen Tag später gefunden werden. Wer nach Weihnachten Skifahren war, kann das wohl bestätigen, die Skigebiete waren gut besucht. Die Tourismusregionen ziehen nach einem schneelosen Saisonstart eine positive Bilanz nach den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen, so Gerald Merz von Vorarlberg Tourismus. Die Gebiete sind ganz gut gebucht, recht gut ausgelastet. Und man kann eigentlich für das, wie es noch vor kurzer Zeit ausgesehen hat, eigentlich sehr zufrieden sein. Dennoch werden die Dezemberzahlen wegen des milden Saisonstarts nicht so gut ausfallen wie in anderen Jahren. Eine absolute Seltenheit haben Vogelkundler am Bodensee gesichtet. Seit Ende Dezember halten sich 5 Flamingos am unteren Bodenseeufer auf. Es handle sich um Wildvögel. Sie sollen aus Bayern stammen und dort schon seit geraumer Zeit in Freiheit leben. In der Brutzeit gehen die Tiere auf Entdeckungsreise. Vor einigen Jahren wurde schon mal ein einzelner Flamingo am Bodensee gesichtet. Es war allerdings ein Gefangenschaftsflüchtling. Der Dornbirner EC holt 2 Siege in 24 Stunden. Sowohl Znojmo als auch Fehervar wurden zu Hause mit 4:1 abgefertigt. Damit rückten die Bulldogs auf Tabellenplatz 9 vor. Und der FC Höchst holt sich die Masters-Krone in Wolfurt. Der Regionalligist hat im Finale des Fußball-Hallenturniers gegen Schlins mit 2:0 gewonnen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.